Hallo liebe Wargamer, schön, dass ihr vorbeischaut und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Strategic Command World War II War in the Pacific. Wir spielen das Szenario Day of Infamy. In der letzten Folge haben wir all unsere Hausaufgaben erledigt, sodass wir jetzt auch den KI-Zug anstoßen können. Möchten Sie Zug beenden? Ja, das möchten wir. Büro des Kriegsministeriums. Ein Event, eine Entscheidung für die Amerikaner. General Stillwell wäre verfügbar, um als beratendes Hauptquartier chinesische Einheiten zu führen. Dies wäre ratsam, da durch dieses Hauptquartier China in seinem Kampf unterstützt wird und sogar chinesische Einheiten den britisch-indischen Armeen bei der Verteidigung von Burma helfen könnten. General Stillwells Anwesenheit würde die chinesische Moral um 2500 Punkte steigern. Andernfalls würde Stillwell ein Kommando in den USA übernehmen. Möchten Sie Stillwell für 75 MPP nach China schicken? Ja, das werden wir machen. Den können wir gut in China gebrauchen. Okay, Vinegar Joe übernimmt das Kommando von chinesischen Einheiten. Ein seltsamer Spitzname. Naja, Entscheidung. Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas. Es könnte nützlich sein, unsere Basen in den Provinzen Guangxi und Shaanxi für zukünftige Operationen vorzubereiten. Sollten wir dies tun, würden kommunistische Garnisonen in allen drei Basen aufgestellt werden. Ihre Aktivierung würde gleichzeitig unseren Kriegseintritt in den Konflikt mit Japan bedeuten und die Anwesenheit von kommunistischen chinesischen Einheiten in diesen Basen hätte eine Chance von 15% pro Runde zur Folge, jegliche von der Achse kontrollierten Ressourcen in bis zu drei Feldern Entfernung von der jeweiligen Basis zu beschädigen. Oh Gott, was für ein Bandwurmsatz. Nun gut. Die fortwährende Anwesenheit unserer Einheit in diesen Basen wäre daher ein Anreiz für die Japaner, diese Orte anzugreifen und könnten den Feind folglich von anderen Operationen ablenken. Möchten Sie unsere Basen für insgesamt 80 MPP, je 10 MPP verteilt auf 8 Runden aktivieren? Ja, das sind also die drei Basen, die wir uns zum Ende der letzten Folge hin noch angesehen haben. Und die sollten wir auf jeden Fall besetzen. Insofern sagen wir ja. Okay. Und es werden die Garnisonen hier in diesen drei Basen positioniert. Sehr schön. Okay, Konvois gehen los und schicken Vorräte über die Burma Road nach China. Ja. Dafür ist die burmesische Hauptstadt Rangoon so wichtig. Es gibt Einkommen. Mir fällt eigentlich nichts Besonderes auf, außer dass die Kommunisten nur 2 MPP erhalten. Also sind einmal 10 MPP für die Aktivierung der Basen und 5 gehen per Konvois in Richtung Nationalchina. Das ist ja ein erbärmliches Einkommen. Nun gut. Die Versorgung wird berechnet. Mhm. Und die KI überlegt. Das ist doch erstmal ein gutes Zeichen. Mhm. Ich glaube, die haben gerade Infanteriewaffen erhalten, die Kavalleriedivision, die wir hier vor uns sehen. Mhm. Das macht die Jungs doch ein Stückchen schlagkräftiger. Mhm. Die KI überlegt ihre Flottenbewegung. So kann man links unten lesen. Okay. Es gibt Luftangriffe auf die burmesischen Garnisonen. Hm. Das Korps in Kuala Lumpur wird angegriffen. Und wow, ganz einfach aus dem Spiel genommen. Das gleiche dürfte auch für dieses Korps gelten. Wow. Hm. Noch hält sich die Garnison, sehr schön. Und es gibt auch schon einen Angriff auf Manila. Die Philippinen werden nicht allzu lange aushalten. Mhm. Die chinesische nationale Moral wird durch die Ankunft von Stillwell gesteigert. Das hatten wir ja in dem Event gelesen.
pro-japanische Burmesen desertieren und beginnen mit Angriffen auf die alliierten Truppen in Burma. Okay. Wow. Gut, die beiden zerstörten Kur in Britisch-Malaya. War das richtig? War in Britisch-Malaya und auf den Philippinen. Kuala Lumpur ist gefallen. Und die pro-japanischen Burmesen desertieren und greifen alliierte Truppen an. Noch ein Verrat in dieser Region. Okay. Strategischer Rat. Generalissimus Chiang Kai-shek. Der Warlord Liu Wenhui kontrolliert derzeit die Provinz Xikang und seine Unterstützung unserer Kriegsanstrengungen lässt deutlich zu wünschen übrig. Wenn wir die Ressourcen dieser Region, zu der auch die Städte Kangding und Yushu gehören, für uns nutzen wollen, müssen wir entweder ein Korps, eine Armee oder einen Panzer in die Nähe der beiden Städte stationieren. Ihre Anwesenheit würde die Region unter die Kontrolle der Kuomintang bringen und uns sowohl mit zusätzlichen Einnahmen als auch mit einem Zuwachs von 25 Punkten nationaler Moral pro Runde ausstatten. Allerdings müsste diese Einheit dauerhaft an diesem Ort bleiben, um die Kontrolle zu bewahren. Die Anwesenheit einer Einheit in dieser Region ist auch der einzige Weg, die über Tibet transportierten Nachschublieferungen aus Indien zu erhalten. Okay, Empfehlung, stationieren Sie ein chinesisches Korps. Ja, das hatten wir ja bereits in der ersten Folge besprochen und werden wir auch so tun. Und es gibt eine Entscheidung für die Australier. Große Gefahren stehen uns bevor und wir müssen unsere begrenzten Mittel bestmöglich einsetzen, um den Vorstoß des Feindes zu behindern. Die Verteidigung von Neuguinea hat höchste Priorität, da die Japaner die Insel als Ausgangspunkt für eine Invasion Australiens nutzen könnten. Glücklicherweise verfügt Neuguinea über eine ausreichende Zahl Freiwilliger für die Formierung einer Miliz, der New Guinea Volunteer Rifles, welche bei ihrer Indienststellung als Garnison auf Stärke 3 vorübergehend die Verteidigung von Port Moresby übernehmen könnte, bis weitere Verstärkungen dort eintreffen würden. Die Aufstellung der Garnison in Port Moresby würde uns 30 MPP kosten. Möchten Sie diese Ausgabe genehmigen, um die New Guinea Volunteer Rifles zu mobilisieren? Ja, das machen wir. Die nehmen wir gerne in Port Moresby mit und da sind sie schon auf der Karte. Entschuldigt. Okay, wir können jetzt weitere Garnisonen auch in Neuguinea bauen. Es gibt Verstärkung, ein amerikanisches U-Boot und die Briten erhalten ein Schlachtschiff. Sehr schön. Gut, dann schauen wir uns einmal die Ereignisse auf der Karte an. Also tatsächlich ist es in China ruhig geblieben. Aber wir haben ja auch gerade Januar. Insofern sind die Witterungsverhältnisse in China ja auch eher schlecht. Ja, und es gab hier keinen Vorstoß in Richtung unserer Verteidigung. Auch die Armee in Fuzhou ist unbehelligt gelassen worden. Also insofern bewegen wir sie vielleicht mal heraus. Einzig Kämpfe gab es, wesentliche Kämpfe gab es hier im Bereich Burma. Und dann gab es ja auch noch die Deserteure, die unsere beiden Garnisonen verlassen haben. Das hätte auch sehr, sehr schnell ins Auge gehen können mit dieser Garnison. Ich bin tatsächlich ganz froh, dass sie nach wie vor auf dem Spielfeld ist. Gut. Ja, und die Philippinen, das Ganze ist doch sehr erschreckend. Das geht relativ zügig. Also insofern bin ich doch ganz froh, dass wir hier unsere Garnison für einen Abtransport vorbereitet haben. Wenn das so schnell läuft, wird Manila wahrscheinlich in der nächsten Runde fallen und damit werden dann auch die gesamten Philippinen kapitulieren. Tja, und das waren eigentlich so die wesentlichen Ereignisse auf der Karte. Gut, dann werde ich mich mal mit der Situation weiter vertraut machen, unsere Züge so planen und wir sehen uns dann gleich wieder. Wo stehen wir denn historisch gesehen? Also Anfang 1942 war die Sturm- und Drangphase der Japaner. Sie konnten innerhalb kürzester Zeiträume große, weite Landstriche erobern und einen gewaltigen Raum besetzen.
Und ich vermute mal, dass in einer Simulation des Pazifikkrieges genau die gleichen Mechanismen greifen werden. Also die Japaner sind jetzt auf dem Vormarsch und werden versuchen, möglichst schnell möglichst viel zu erobern. Wie können wir aus einer strategischen Perspektive darauf reagieren? Also wir verfügen ja nur über wenige Landeinheiten. Tja, und jetzt ist die Frage, wollen wir die erstmal auf Vordermann bringen im Sinne von verstärken und upgraden, bevor wir sie verlegen? Und ich bin für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass das wahrscheinlich die falsche Vorgehensweise ist. Also wir sehen jetzt zu, dass wir unsere Einheiten, egal wie gut sie ausgestattet und ausgerüstet sind, möglichst schnell in irgendwelche Positionen hineinbringen, um überhaupt mal Positionen zu besetzen. Naja, und wenn wir dann vor Ort angekommen sind, werden wir die entsprechenden Verstärkungen und Upgrades durchführen. Also ich bin schon der Überzeugung, dass hier Geschwindigkeit und Schnelligkeit ganz einfach vor Qualität unserer Einheiten geht. Gut, dann schauen wir uns als allererstes einmal die Briten an, beziehungsweise machen einen kurzen Ausflug in Richtung der Konvoikarte. Es gibt nach wie vor die Konvoiroute von Kanada in Richtung Australien, die können wir nicht beeinflussen. Aber es ist eine neue Konvoiroute hinzugekommen, und zwar die Route von den USA in Richtung Nationalchina. Hier werden wir mal den Durchsatz aufdrehen, solange die Route über Burma noch frei ist, um eben über diese Zeitdauer möglichst viel in Richtung Nationalchina zu pumpen. Die Australier haben 20% von maximal 40% an Durchsatz eingestellt. Ich glaube, damit sind wir ganz gut in der letzten Runde gefahren. Das behalten wir mal so bei. Ja, und die Sowjets in Richtung der Kommunisten lassen wir ebenfalls auf dem Maximalwert von 20% und die Kommunisten in Richtung Nationalchina lassen wir beim Maximalwert von 30%. Ja, insofern sieht das schon mal ganz ordentlich aus. Ja, das bringt uns dann zu unserer Burma-Verteidigung. Erfreulicherweise hat die Garnison überlebt, insofern bringen wir sie auch mal auf den Maximalwert wieder hoch, in der Hoffnung, dass sie noch eine weitere Runde aushält. Diese Garnison können wir leider nicht upgraden, dafür ist die Versorgung zu schwach und zu schlecht, aber ein Verstärken ist möglich. Die Flying Tigers haben sich wieder ganz ordentlich geschlagen, ein weiteres Verstärken ist leider auch hier aufgrund der schlechten Versorgungslage nicht möglich. Gut, dann ziehen wir mal mit unseren beiden chinesischen Armeen so weit vor, wie es geht. Die 7. Armee in Mandalay werden wir in der nächsten Runde dann per Eisenbahntransport in Richtung Rangoon verlegen können. Und ich hoffe mir mal, dass wir dadurch dann die Situation hier unten allmählich in den Griff bekommen. Tatsächlich haben die Japaner das Problem, dass es hier ein sehr schwieriges Gelände ist. Wir haben es mit Bergen und mit Dschungel zu tun. Sie werden also nicht so wirklich schnell vorankommen. Als nächstes können wir noch unser Jagdflugzeug auch in Richtung Burma verlegen. Wir hatten es ja erfreulicherweise aus Britisch-Malaya hinausziehen können. Ich hätte es gerne in Richtung der Ölfelder verlegt, aber da kommen wir nicht hin. Das nächstgelegene Feld mit einer guten Versorgung wäre dann dieses gebirgige Feld. Und insofern fliegen wir auch mal dorthin. Wir belassen Jäger nach wie vor im Modus Boden. Nicht, dass er irgendwie noch zusätzlichen Schaden nimmt. Das muss ja nicht sein. Ja, unsere Marine, beziehungsweise die kümmerlichen Überreste unserer Marine, werden wir mal im Bereich von Ceylon und auch in dem Bereich des Südens Indiens sammeln. Wir haben einen Zerstörer, einen Schlachtkreuzer und es ist tatsächlich ein neues Schlachtschiff hinzugekommen, das wir dann nach Calicut bringen. Schauen wir mal, wann wir genügend MPP zusammen haben, um die Einheiten auf Vordermann zu bringen. Ja, das bringt uns dann auch schon in Richtung Singapur. Falls ihr euch fragt, warum wir dieses Korps nicht aus Singapur hinausziehen und auch versuchen, in Richtung Burma zu verlegen, dann liegt das an der nationalen Zugehörigkeit dieses Korps zu Britisch-Malaya. Das heißt, wenn dann die Hauptstadt von Britisch-Malaya, sprich Singapur fällt, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auch dieses Korps kapitulieren wird. Ja, und insofern macht es jetzt keinen Sinn, Singapur freizuziehen. Daher verstärken wir es mal auf den Maximalwert von 8 und hoffen hier auch auf gute Dinge, dass wir vielleicht doch eine Runde länger aushalten können. Ja, damit verbleiben 247 MPP für Großbritannien. Und dort haben wir eine vornehme Aufgabe für die Briten reserviert, denn sie müssen in die Forschung investieren, und zwar in die Infanteriewaffen.
Diese Investition ist aus meiner Sicht recht wichtig. Vielleicht ist euch bekannt, dass es einen Boni gibt, wenn eine Großmacht technologisch weiterentwickelt ist als eine andere Großmacht, dann kann die weniger weit entwickelte Großmacht eben einen Bonus bekommen von der weiterentwickelten Nation. Und wenn wir uns einmal die Tabelle ansehen, so sind die Briten bereits bei den Infanteriewaffen 1, ebenso die Australier und auch die Sowjets. Und die USA hängen hier noch deutlich hinterher. Insofern versuchen wir einfach mit den Briten so ein bisschen in den Vorlauf zu kommen, sodass die Amerikaner dann deutlich stärker von dem Forschungsbonus profitieren können. Gut, ja, dann sind wir soweit durch an dieser Stelle und wir können uns in Richtung Philippinen bewegen. Ja, also leider bekommen wir hier die Einheit, das philippinische Korps, nicht mehr verstärkt. Auch hier ist die Versorgung zu schlecht. Das ist dann mal einfach so. Aber wir setzen unsere Garnison auf den Transporter, wie wir das geplant hatten. Ich halte das nach wie vor für die richtige Entscheidung, Corregidor aufzugeben und die Einheit weiter in Richtung Osten zu verlegen. Naja, und dann setzen wir mal unsere Scouting-Kette in Gang. Wir starten mit dem Motortorpedoboot. Ja, das war ein Klick zu viel. Ziehen das U-Boot hinterher, wobei ich hier sauber an dem japanischen Zerstörer vorbeifahren möchte. Glaube, bis hier unten hin ist gut. Jawohl, wir kommen wohlbehalten an und der Seeweg ist frei. Dann können wir die nächste Route mit dem Zerstörer freiscouten. Mal sehen, wie weit wir kommen. Oh ja, wir kommen deutlich bis in Richtung Port Moresby. Dann werden wir auch den leichten Kreuzer mal weiter heranziehen. Ja, und auch die restliche Wegstrecke ist frei. Ups. Dann werden wir mit dem Transporter in den Hafen von Port Moresby einlaufen. Ja, ich denke, das macht Sinn. Wir werden aber nicht anlanden, ganz einfach, um die Option in der nächsten Runde zu haben, mit dem Transporter nochmal weiterzuziehen. Ich denke, das ist eine schöne strategische Option, die uns damit zur Verfügung steht. Und es gibt ja doch einige Felder und Städte, die man noch verteidigen muss. Und da können wir zumindest mal mit der kleinen Garnison hineinziehen. Inwieweit wir hier mit unseren Kreuzern nochmal zur Verteidigung auflaufen, das schaue ich mir nochmal in Ruhe an, wenn wir gleich die Australier ziehen. Ja, in Summe bin ich sehr zufrieden. Die Verlegung hat besser geklappt als erhofft. Muss ja auch mal was funktionieren zu Beginn der Partie. So, damit kommen wir in Richtung Hawaii. Wir können unser Schlachtschiff verstärken auf den maximalen Wert. Und ja, starten mit der Verlegung unserer ersten Bodeneinheit. Wie gesagt, wir werden sie jetzt nicht verstärken und upgraden, weil Geschwindigkeit vor Qualität der Einheiten geht. Wir besteigen mit ihr mal einen Transporter. Ja. Steigen hier in Oakland ein. Naja, gut. Und scouten mal mit dem Zerstörer so weit rüber, wie es geht. Das sieht gut aus. Wie weit kommen wir mit dem Transporter? Setzen auch mal Wegpunkte. Ja, wir können auch schon in Richtung Süden eindrehen. Was ist denn das für ein Feld? Das ist 178,67. Dann werden wir nochmal dieses Stückchen mit dem schweren Kreuzer freiscouten. Ja, das sieht auch gut aus. Ja, dann kommen wir da wohlbehalten mit unserem Transporter an. Setzen brav unsere Wegpunkte und fahren so weit, wie es geht. Ja, dann haben wir auch einen kleinen Schutz durch den schweren Kreuzer aufgebaut. Das passt schon. Sieht auch gut aus. Ja, dann bringen wir unsere Flugzeugträger natürlich auch in Richtung Hawaii. Wir müssen ja irgendwie uns auf den Doolittle-Raid vorbereiten und dafür brauchen wir Flugzeugträger. Und ich möchte tatsächlich den Doolittle-Raid auch so früh wie möglich umsetzen. Ganz einfach, um von den Boni zu profitieren, die von diesem Angriff ausgehen. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Gut, dann können wir mit den Amerikanern noch Geld ausgeben, und zwar für die Forschung. Wir investieren in die Spionage und Aufklärung.
Anders als in War in Europe kann man hier nämlich zwei Chips in diese Technologie investieren und das nehmen wir natürlich gerne mit. So, sehr schön. Und wir werden tatsächlich eine Einheit kaufen und zwar werden wir in einen Korps investieren. Uns fehlen ja ganz offensichtlich Bodentruppen und irgendwelche Positionen zu besetzen und insofern macht der Nachbau eines Korps sicherlich viel Sinn. Gut, und wir haben noch ein U-Boot erhalten. Das legen wir mal im Hafen von Los Angeles auf Kiel. Damit sind wir auf 6 MPP herunter. Das passt auch zu dem, was ich so vorausberechnet hatte. Und ich mache mir als nächstes zu den anderen Nationen so meine Gedanken. Wir sehen uns gleich wieder. Fein, dann machen wir als nächstes einmal mit den Sowjets weiter. Wir hatten ja schon in der ersten Folge besprochen, dass die Sowjets sich im Wesentlichen weiter in Richtung Osten bewegen werden, um eine Verteidigungsposition in Richtung der Mandschurei aufzubauen. Insofern haben wir hier nur einige kleine Fußmärsche vor uns. Ja, das sieht alles in allem schon ganz ordentlich aus. Auch diese Einheit kann sich schon mal weiter in Position bewegen. Gut, mehr können wir an Bewegungen nicht machen, aber ich denke, dass wir eine vernünftige Grenzsicherung in den nächsten 3, 4, 5 Runden aufgebaut haben werden. Im Moment fehlen uns mit den Sowjets auch die MPP, um in die nächste Forschung zu investieren. Wir haben zurzeit 104 MPP. Da müssen wir noch ein bisschen sparen. Gut, dann sind wir an dieser Stelle mit Ihnen soweit durch und wir werfen kurz noch einmal einen Blick auf Mao und seine Jungs. Hier gibt es eigentlich nichts zu tun. Die Einheiten stehen ganz gut in Position. Wir hatten in der letzten Runde ja noch diese kommunistischen Basen per Event mit Garnison besetzt. Ich finde, das sieht erstmal auch ganz ordentlich aus. Ja, ansonsten haben wir nur 47 MPP zur Verfügung. Wir werden auch hier sparen müssen, bevor wir in die nächste Technologie investieren können. Das bringt uns dann zu unseren Nationalchinesen. Hier ist es ja auf der gesamten Frontlinie zu keinen Angriffen durch die Japaner gekommen. Das ist erstmal eine ganz schöne Entwicklung, sodass wir uns an dieser Stelle nochmal so ein bisschen besser positionieren können und insbesondere im Norden Chinas versuchen, zwei Korps frei zu bekommen, die wir dann in Richtung Westen verlegen werden, um dort rebellische Provinzfürsten unter Kontrolle zu bekommen. Wir tauschen uns hier einmal aus, marschieren noch so weit, wie es geht, und das geht gar nicht. Wir kommen kein Feld weiter, dann werden wir uns erst in der nächsten Runde bewegen können. Gut. Die Armee wird verlegt per Eisenbahntransport. Man hätte sie jetzt auch auf dem Fußwege per Fußmarsch verlegen können, aber auch hier erscheint es mir sinnvoll zu sein, doch etwas schneller unterwegs zu sein. Hier geht Geschwindigkeit, glaube ich, vor MPP sparen. Ja, dann stehen wir im Norden schon mal ganz ordentlich. Im Süden passt es auch. Wir halten also die potenziellen Anmarschrouten der Japaner schön bewacht. Das sieht gut aus. Auch diese Armee kann verlegt werden in Richtung Hechi. Ja. Und dann können wir in der nächsten Runde weiter vorziehen und dann hier auch noch ein Gebirgsfeld besetzen. Gut. Wir verfügen über genügend MPP, um auch unsere Ari auf die volle Stärke zu bringen, sodass sie dann also auch wirkungsvoll Unterstützungsfeuer bei Angriffen hier aus Richtung Nangshan wirken kann. Ansonsten haben wir die Unterstellung, glaube ich, auch erstmal halbwegs sinnvoll vorgenommen. Erfreulicherweise haben wir ja auch ein neues Hauptquartier bekommen. Der General Stilwell ist hier in China erschienen. Wir bewegen ihn mal so weit, wie es geht, per Fußmarsch in Richtung Osten. Ja, und mehr können wir hier an dieser Stelle auch nicht unterstellen. Aber in der nächsten Runde wird er dann doch schon relativ frontnah erscheinen. Und dann haben wir, glaube ich, so ziemlich alle Einheiten hier auch einem Hauptquartier unterstellt. Und das bringt dann ja nochmal einen kleinen Schub für unsere Kampfkraft. Ja, dann landen wir gedanklich bei der chinesischen Armee in Fuzhou. Tja. Also ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, hier weiter zu verteidigen. Sie kann uns im Landesinneren, glaube ich, wertvollere Dienste leisten. Insofern werden wir sie doch mal auch in Richtung Guangzhou verlegen, in der Hoffnung, dass wir die dann in der nächsten Runde irgendwie hier auch in Richtung Changsha bewegen können, sodass wir dann nochmal eine zusätzliche Armee zur Verteidigung zur Verfügung haben. Und es sind 151 MPP übrig geblieben und die werden wir natürlich mal in die Forschung stecken,
Und zwar in die Industrietechnologie. Ja, die sind ausgegeben und somit verbleibt ein Rest von 26 MPP. Das passt auch soweit. Und ich schaue mir dann als nächstes einmal noch die Australier an. Bis gleich. Ja, dann schauen wir uns als nächstes einmal die Situation vor Australien an. Tja, und hier befindet sich das Korallenmeer. Und historisch gesehen war das Korallenmeer auch gerade im Pazifikkrieg ein Brennpunkt, insbesondere auch in den ersten Monaten des Pazifikkrieges. Es kam zu heftigen Schlachten und Kämpfen um die Insel Guadalcanal, und auch zu massiven, ja, Marinekämpfen im Bereich der Insel Guadalcanal. Hier gibt es dann diese berühmte Seezone, The Slot auf Englisch, hier schön mit Schlitz übersetzt. Und dort befinden sich heute viele, viele Schiffswracks auf dem Meeresgrund aufgrund der massiven Seekämpfe, die dort stattgefunden haben. Ja, und auch für uns hat diese Region eine hohe Bedeutung. Wir haben hier drei Hauptstädte, nämlich Port Moresby, Rabaul und Kukum. Und warum ist dieser Bereich für uns so wichtig? Naja, durch ein Halten dieser Region wird der unmittelbare Zugang zur australischen Hauptstadt Canberra zugestellt. Und auch hier sollten wir uns hartnäckig verteidigen, es zumindest mal versuchen. Die wichtigste Hauptstadt scheint für mich im Moment Port Moresby zu sein. Das ist die Hauptstadt von Neuguinea. Die sollten wir auf gar keinen Fall verlieren. Rabaul und Kukum könnte man nochmal zurückerobern, aber Port Moresby wird dann eher schon schwieriger. Insofern werden wir erstmal unsere Garnison an dieser Stelle auch verstärken auf den Maximalwert von 5 Punkten. Und wir werden mit unseren Kreuzern den Anmarschweg in Richtung unseres Transporters zustellen. Ich hoffe mal, dass wir noch eine Runde Zeit haben oder vielleicht zwei, drei Runden Zeit haben, sodass wir dann in der nächsten Runde unsere australischen Spezialkräfte in Richtung Port Moresby verlegen können. Das ist mal so ein bisschen die große Hoffnung. Ja. Damit haben wir eigentlich alle Maßnahmen mit den Australiern auch soweit durchgeführt. Wir sind herunter auf einen Restwert von 59 MPP. Das passt auch zu meinen Vorausberechnungen. Ja, dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich denke, das passt zeitlich auch ganz gut. Und wir werden dann in die nächste Folge direkt mit dem KI-Zug hineinstarten. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Papa Bär.